Ja, guten Morgen. Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen Motorrad fahren und mich mit dem Chris treffen. Der kommt heute aus Bayern rauf. Und dann fahren wir ein bisschen an der Saale. Und jetzt ist es tatsächlich 4.50 Uhr, wo ich wach geworden bin. Und ja, was macht man so früh im Mittelgebirge? Man macht eine kleine Bergtour. Natürlich überhaupt nicht geplant. Keine richtigen Schuhe dabei, aber es ist auch nur ein ganz normaler Weg. Vielleicht seht ihr das hier hinter mir. Da reichen auch die Crocs. Ich gehe jetzt auf den Pferdskopf. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ich würde nämlich gerne mal im Winter mit den Tourenschienen hier auf dem Pferdskopf oder halt mit den Fjellschienen, bevor sich dann im Winter einer beschwert, sie sind ja gar keine Tourenski. Ja, ich habe Fjellski, finde ich super. Und schaut euch das mal an hier. Ja, nice, wie man heutzutage schon so schön sagt. Ja, Sonne geht auf. Es ist jetzt 5.20 Uhr, glaube ich. Geil. Sogar an Ablageflächen. Ein Regal. Eigentlich wollte ich ausschlafen bis zum Frühstück, weil ich letzte Nacht wenig Schlaf bekommen habe. Ich habe lange gearbeitet, bin dann Nachmittag hier Richtung Wasserkuppe aufgebrochen und wollte eigentlich auf der Wasserkuppe übernachten, aber das ist eigentlich nicht möglich, außer man schlägt sich irgendwo in den Wald. Dann habe ich den Tipp bekommen von dem Heckenhöfchen, sehr schön. Kleiner Pensionsbetrieb, sehr gemütlich, total nette Leute. Ich konnte das Motorrad direkt vor mein Zimmer stellen auf die Terrasse. Ja, ist schon cool. Und dann bin ich um 4.50 Uhr aus dem Bett gefallen. Jetzt schaut euch das an. Sonnenaufgang am Berg. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das erleben durfte. Da kriege ich direkt ein bisschen Kloß im Hals. Fast wie in alten Zeiten. Wunderschön. Wunderschön.
Sachen.